So, können wir das hier noch ein bisschen modifizieren? Dass das hier mehr Leute. Ich hatte mit dem Prototyp so viel Spaß. Überall lagen Dummies herum. Es war wie bei dieser Fernsehserie. Mit den Leuten auf dieser Insel. Aber lustiger. Leider hat mich der Sicherheitsprüfer gezwungen, Fallschirme zu installieren. Okay. Oh, Scheibenkleister. Was machen die? Machen die den Sicherheitsbügel auf? Oder klappen die Leute einfach raus? Jetzt bin ich gespannt, was hier kommt. Ja, überall lagen Dummies rum. Warum wohl? Weil sie rausgeflogen sind. Ja, die machen die Tür auf. Oh mein Gott. Die erste von drei Toiletten macht $20. Die schreien auch gut. Ist nicht so, dass sie das feiern. Die schreien, als ging es um Leben und Tod. Also die Tür geht auf und das wird rausgeklappt, wo die jetzt drin sitzen. Wir können eine Runde mitfahren. Ich mach dann die Augen zu, dass ich nicht noch kotze da und. Die Toilette ist bei $37. Auf. Welchen Sitz hättet ihr gern? Verstehe nicht, warum Sitz 1 jemanden vor sich hat. Oder gucke ich in die falsche Richtung? Oh Gott. So weit, so gut.
wenn dieser kleine Arm, der den Sitz hält, reißt. Es geht eigentlich. So ist spannender. Ups, falschen Knopf gedrückt. Na gut, sie kommen eh zum Stillstand. Also ich glaube, ich war im falschen Wagen. Ich habe hier irgendwie gesessen, weil ich glaube, du musst hier sitzen irgendwo, damit das besser wirkt. Was ist das? Ein durch Wegebau. Umgestaltetes 3D-Objekt. Das sieht skurril aus. So, die machen $28. Wieso machen die minus 6? Die machen 17. Wieso machen die jetzt minus hier? So, wir imposifizieren. Bist du Animator? Der Animator kostet dann $50 Instandhaltung. Mir fehlen ja nicht oft die Worte. Aber das hier ist so unglaublich genial, dass du die Lücken einfach selbst füllen musst. Ich hoffe, dass dir nicht buchstäblich der Kopf wegfliegt. Was ist jetzt los? Hallo? Der ist auch cool. Wieso macht diese Toilette hier miese? Ich verstehe es nicht. Weil sie alle warnen, wenn sie von da hinten kommen? Und hier nicht mehr gehen, oder wie? Und wieso kann man Toiletten nicht verschieben? Das ist nervig. Können wir eigentlich irgendwelche Souvenir-Dinger bauen? Oder... Wilde Maus. Standard-Achterbahn. Holy moly. Oh, ich hab was ganz Blödes vor. Hallo, Freedom Squad Fan. Oh, ich habe was ganz Blödes vor. Nein, jetzt kein Tutorial, Mann.
Der Aufhängerbildschirm erlaubt es dir, für jede Attraktion zu verwalten. Hier siehst du außerdem ihre Werte. Hat bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Ja, wissen wir doch. Haben wir doch schon gemacht. So, aber erstmal alle Sachen finden. Ja, nicht nur erstmal alle Sachen finden, auch erstmal durch die ganzen Baumenüs durchblicken. Das ist auch nicht so einfach. So, wir müssen erstmal irgendwie hier hoch. Wieso ist der Berg, wieso ist der außerhalb vom Park? Kann doch nicht euer Ernst sein, Freund. Der ist wahrscheinlich ausgenommen, weil man da oben auf dem Plateau irgendwie was bauen soll. Vermute ich ganz einfach mal. Aber ich glaube, wir können hier hoch. So. Wieso will der denn jetzt nach unten? Ey, kann man das mal einer erklären? Ich habe doch nur eine Kurve gemacht hier. Was sind das da? Das wird immer interessanter. Wir müssen erstmal runter, auch wieder auf den Boden. Wir müssen hier mal steil nach unten, damit wir richtig Fahrt kriegen. Die Mülleimer und die Bänke, die findet man recht einfach. Ich komme nur gerade nicht hin. Das ist gerade mein Problem. Weil wir sind hier gerade mitten im Achterbahnbau. Da kommst du da nicht hin, wo die Mülleimer und die Bänke sind. Ich hoffe, das funktioniert, dass der da hochkommt, ohne dass wir da irgendwie Aufzüge brauchen. Das ist, das da unten, das schreit danach. Nein, nicht Parkstufe. Ich bin mitten im Bau. Nein, fortfahren. Da unten müsst volle Kanne reingehen in den Bergstollen. Das hätte Style. Ja genau, mach mal alles dunkel. Das ist perfekt jetzt um die Zeit. ich weiß nicht, ich krieg das nicht hin, was ich hin. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen weird. Manchmal. Nicht immer. Oft feiere ich die, aber gerade im Moment finde ich so ein bisschen weird. So, warum will er noch weiter hoch? Nein, das ist der falsche Knopf. So.
Schwede. Warum willst du denn in die Richtung? Guck doch mal in die ich... Ah. Er will unbedingt in die Richtung. Why? Ist zu... Will da oben rum. Nein, nicht kippen, runter. Der falsche Winkel. Hat er dann für ein Problem? Wo will er angeblich reinfahren? Ich verstehe es nicht. Der ganze Weg ist doch frei. Wieso hat er noch Höhe? Ich versuche den die ganze Zeit runter auf Bodenhöhe zu kriegen und kriegen nicht runter auf Bodenhöhe. Haben wir noch eine Biegung drin? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, ich verfahre mich gerade so ein bisschen. kriegen wir es irgendwie wieder hoch. Ich muss hoch. Hoch, 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 hoch. Damit wir den richtigen Bums hinkriegen. Da hoch, genau. Ich habe keine Ahnung, ob ich da durchkomme. Welche Taste war das denn, wo ich... Welche Taste war das denn, wo ich die Neigung da vorne verändern konnte? Shift-Taste, Alt. Ah! Nein, du musst runter. Runter, 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 runter. Warum geht da denn nicht runter, ey?
da unten durch? Ist das denn ein Problem, ey? Ist doch dafür gebaut, dass man da durchbaut. Ich weiß warum. Das Ding ist noch zu hoch. Warum geht der dann jetzt wieder hoch? Das verstehe ich nicht. Runter, 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 runter. Er fräst irgendwie ein bisschen was vom Bogen weg, habe ich so den Eindruck. Was ist sich da im Weg? Die Anlage selbst oder was? Hier geht's. So, machen wir mal Testfahrt. Da kommt er schon mal nicht hoch, da müssen wir ihn ziehen. Kettenlift. Jetzt mach mich nicht schwach. Echt ein scheiß Witz, oder? Ging das nochmal hoch? Das ist aber auch ein Drama. Er hat gerade noch einen Schluck zu trinken in den Mund genommen. Dann fährt dir der Wagen aus dem Bild. Das ist auch noch höher, oder was? Oh oh, das ist sehr schnell. Es geht aber. Moment. So, wähle einen Aufhänger für die Attraktion aus. Was ist ein Aufhänger? Leerer Aufhängerslot. Was haben wir denn hier? Besichtigungstour. Macht Rentabilität hoch. Zug muss mindestens 1 Kilometer zurücklegen. Das kriegen wir hin. Holprige Fahrt ist nicht gut für Erwachsene. Das lieben Erwachsene. Was lieben Familien?
Schwierig, 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 schwierig. Dann Hügellift noch dazu. Dann würde ich sagen, absolut für Erwachsene und Rentabilität pur. Absegnen für 2,5. Dann bauen wir einen Eingang. Holy moly. Das gibt jetzt einen Spaß. Läuft das auf dem Boden? Nicht wirklich. Knallhart. Eingangsweg. Ausgangsweg machen wir hier. Ja gut, wenn man es irgendwie zusammenfassen könnte, wäre natürlich noch schicker. Das ist jetzt ein bisschen arg. Bisschen arg doof. So, Ein- und Ausgang sozusagen nebeneinander. So, Mülleimer. Freedom Squad Fan. Mülleimer sind unter Shops und Einrichtungen. Bänke und Mülleimer. Mülleimer. Und da Bänke. Also drittes von oben, vorletztes und dann die beiden. So, die hat auf. Wir müssen 8,50 verlangen. Standardachterbahn ist das nicht. Die nennen wir, nicht ausgehen. Die nennen wir Western Ride. Und dann wollen wir mal eine Mitfahrt machen, würde ich sagen. Oder wollen wir erst Leute kommen? Wir lassen erst mal Leute kommen. Bin mal gespannt, wie viele Leute jetzt auf diese Achterbahn zustürmen. Keiner? Hallo Erdmännchen. Wieso will da keiner rein? Ist denen die Achterbahn zu teuer? Keine Begeisterung, kein Spaß, nur Rentabilität. Das ist mal wieder so eine typische Achterbahn von mir. Deshalb fährt keiner mit. Die Achterbahn macht so keinen Spaß. Wir müssen sie umbauen.